Ich darf meine Waffe nicht ziehen, weil wir in Bauerstun sind. Hier waren schon immer Waffen verboten. Sonst haben sie konfisziert und jetzt darf ich sie einfach nicht ziehen. Scheiße, das ist aber blöd. Wie soll ich denn den Zwerg da oben töten? Okay, der Zwerg muss erstmal weiterleben. Vielleicht klärt sich das noch. Sehen wir nach? Ja klar, wir sind neu in der Stadt und da sind irgendwelche Fremden. Gehen wir mal hin! Na klar! Reaver beutet uns aus! Unser Lohn ist lausig! Bessere Arbeitsbedingungen für alle! Wir sind Arbeiter, keine Sklaven! Reaver behandelt uns wie Vieh! Und das werden wir jetzt nicht länger hinnehmen! Es gibt nur noch eins! Wir müssen uns endlich erheben! Aber sich hinzulegen ist viel leichter, als sich zu erheben. Liebe Freunde, zur Steigerung der Arbeitsmoral setze ich für verdienstvolle Arbeiter Preise aus. Die Regeln für den sogenannten Reaver Teamgeistpreis lauten wie folgt. Erstens, jeder Arbeiter, der ab sofort eine Beschwerde auch nur murmelt, wird erschossen. Zweitens, Arbeiter, die länger als 3 Sekunden Pause machen, werden erschossen. Drittens, Arbeiter, die eine der Regeln brechen, die noch formuliert werden müssen, werden genau erschossen. Ihr könnt jetzt wieder an die Arbeit gehen. Wie ihr wisst, bin ich sehr großzügig und verteile ab sofort Preise. Also dann los, push, auf, hopp! Deshalb sind wir hier. Deshalb braucht Albion euch. Euer Bruder muss verrückt gewesen sein, als er das Industriegebiet Reaver überlassen hat. Gehen wir. Ihr solltet jetzt den Bowerstone Widerstand treffen. Wie schön, dass wir zugeguckt und nichts unternommen haben. So. Ich meine, meine Moral ist so... nicht meine Moral. Meine Gesinnung ist sowieso schon im Keller. Also, was soll's. Meine Moral ist hoch. Hurra. Aber meine Gesinnung ist am Arsch. Wollen wir da mal kurz gucken, ob am Arsch wirklich präzise ist. Nicht so im Arsch, wie ich erwartet hatte. Erstaunlicherweise. Wie seltsam. Es geht viel weiter in Arsch. Unsere Attraktivität ist ein bisschen ins Positive gerutscht. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wie viele Heldentaten wir vollführen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Leute mich attraktiver finden, wenn sie billig in meinen Häusern wohnen können. Das wäre ein bisschen albern, oder? Gut, egal. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir hier im Vagabundenlager noch mehr Zeugs kaufen. So, was ist denn das hier? Kunterbuntkleidung haben wir schon. Warum ist da kein Fähnchen? Warum ist da kein Fähnchen? Gut, egal. So, Albions Farben Tätowierer. Kostet 3000 Tätowierer in Nil. Verdammt, warum bist denn du so... Warum willst denn du so viel? Was soll das? Händler Craig? Ach, du lieber Himmel. Fimpels schnüffeln. So, von Vagabund zu. Kaufen und verbieten. So, dieses Kaufen und Einziehen funktioniert übrigens immer nur bei einem Haus. Wenn ich irgendwo einziehe, dann wird das Haus, in dem ich vorher gewohnt habe, vermietet. Also ich kann nicht in mehreren Häusern gleichzeitig wohnen. Das wäre doch auch eine schöne böse Tat, ne? Dass man so jedes einzelne Haus kauft und dann alle Mieter rausschmeißt und vorgibt, in jedem Haus selber zu wohnen. So, ich wohne jetzt in jedem einzelnen Haus in diesem Land. So, und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. So, hier müssen wir nochmal reparieren. Jawohl. Und Miete anpassen ist schon auf höchstmöglich. Und dann müssen wir hier das hier auch nochmal die Miete anpassen. Auf höchstmöglich. So soll das sein. Können wir vielleicht sogar alles reparieren? Oh ja, seht ihr, wenn wir in diesem Menü sind, dann reparieren wir nur die Häuser, die sich im Vagabundenlager befinden und nicht alle Häuser, die wir haben, weil wir nicht in der großen Übersicht sind. So ist das gar nicht schlecht, aber ich möchte nicht fortfahren, nein. So, wir gehen hier nämlich mal zurück und werden hier alles reparieren. Das kostet auch nur 326. Ach so, ich habe nur im Vagabundenlager welche gekauft und ansonsten nirgendwo. Aber ich dachte, ich hätte in Brightwall, wieder nicht Mistpeak heißt es, sondern Brightwall. Ich dachte, im Brightwall habe ich auch eins gekauft. Ja, hier. Na toll, da muss ich hier... Hier gibt es aber gar keine LB-Taste, die wird es gar nicht angezeigt. Wenn ich hier auswähle, Miete anpassen, ist natürlich schon höchst möglich. Und reparieren, 700. 700! Okay, wir brauchen also
auf jeden Fall mehr Geld. Aber ich habe immer noch nicht das Vagabundenlager leer gekauft. Das kommt zu gegebener Zeit. Wow! Ich war schon aber länger im Milieu, als ich dachte. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder Geld bekommen. So, dann werden wir doch hier nochmal reingehen und gucken, ob wir alles reparieren. 4 Häuser für 1214. Okay, kann ich mir das leisten? Ja! Okay. Sehr gut. Also, es wurde tatsächlich nicht wirklich angezeigt, oder es wurde halt überhaupt nicht angezeigt, weil ich nicht genug Geld hatte. Deshalb wurde mir gar nicht die Auswahl angezeigt, überhaupt zu klicken, alle zu reparieren. Mann, ich habe jetzt meine kompletten Mieten dafür aufgebraucht, alles zu reparieren. Das ist gar nicht cool. Das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass sie mir schnell wieder alles zurückzahlt. Gut, hier sollte es sein. Irgendwo hinter dieser Tür ist die Basis des Power Stone Widerstands. Seid ihr bereit? Ja, klar. Wartet auf eine Antwort? Ach, Kanalisation. Da ist der Widerstand in der Kanalisation. Ich wusste doch, es hat irgendwas mit Kanalisation zu tun. Ich finde es toll, dass wir jetzt so viel Zeit in Höhlen und Kanälen verbringen. Wirklich. Ich sollte euch warnen. Ich weiß nicht, wie wir empfangen werden. Die Anführerin kenne ich gut, aber es war immer zu gefährlich, hier herunterzukommen und den Rest der Gruppe zu treffen. Sie sind nicht gerade vertrauensvoll. Hallo? Hallo? Vielleicht sind wir hier falsch. Lasst uns wieder gehen. Abgemacht. Wenn ihr nicht schießt, okay? Sagt das eurer Begleitung. Es ist in Ordnung. Tut, was er sagt. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin Walter und das ist... Also, das tut im Moment nichts zur Sache. Wir wollen mit Paige sprechen. Erschießen wir sie. Halt, wir sind auf eurer Seite. Hört uns an. Wir reden nicht mit Spionen. Schieß! Halt! Legt die Waffen nieder. Ich dachte, ich gebe die Befehle, Kid. Tut mir leid. Ich hab's übertrieben. Walter, ihr seid wohlauf. Und ich bin froh, dass ihr hier seid. Nun, ich habe euch nicht erwartet. Wir sollten dringend allein reden. Die wissen halt nicht, wer kommt. Die müssen Acht geben. Und dass sie Verbündete nicht kennen? Ich hatte einen Plan, aber dann... Tja, wir mussten das Schloss früher verlassen, als ich dachte. Ja, schade. Eure Nachrichten waren immer nützlich. Ich habe etwas Besseres für euch. Mich? Ich habe hier etwas mitgebracht. Ein Stück Prinzessin. Frisch! Am Stück. Na komm, lass uns endlich reden, Mann. Ich kann dir nicht noch länger folgen. Das ist ja Wahnsinn. Sprich, wie heißt du überhaupt? Paige, darf ich vorstellen? Ich weiß, wer sie ist. Müsst ihr ausgerechnet die Prinzessin hierher bringen? Sie ist nicht nur Prinzessin, auch Heldin. Gut, gebt ihr eine Medaille. Nein, nein, sie ist eine Heldin. Wie ihr Vater. Echt? Das ändert gar nichts. Wegen eures Bruders leben wir unter der Erde. Und wegen ihm kämpfen wir. Warum soll sie besser sein? Lasst es sie beweisen. Sie müssen nicht nur mich überzeugen. Auch die Bürger dieser Stadt müssen an sie glauben können. Beweist, dass man euch folgen soll, dann reden wir. Jetzt habe ich etwas zu tun. Und ihr habt auch etwas zu tun. Ihr müsst eine ganze Stadt überzeugen. Ja, wie immer. Die Welt bricht zusammen und die sagt... Oh, geh mir 2 Liter Milch kaufen. Nein, ist schon klar, ich verstehe. Na schön, eine ganze Stadt überzeugen. Warum auch nicht? Ich meine, ich habe ja noch nie was anderes getan als Städte überzeugen. Ich bin Pesti, der Stadtüberzeuger. Heute habt ihr die wahre Stimme der Bürger dieser Stadt gehört. Ihr müsst Paige und ihre Widerstandsbewegung für eure Sache gewinnen. Außerdem müsst ihr Bowerstone beweisen, dass ihr seine rechtmäßige Herrscherin sein könnt. Okay, Paige. Das hat er ja auch eben gesagt, bevor ich gefragt habe, wie sie heißt, hat er gesagt, dass sie Paige heißt. Gute Elternpaket. Was? Rabauk-Ausdrucksmittel. Rodeo, Furzen auf Dorfbewohner und vulgärer Hüftschwung. Brauchen wir das? Schmieden? Ja, brauchen wir alles nicht.
Kraftstoßzauber. Der Kraftstoß stößt Feinde von euch fort, wirft sie gegen Wände oder von Vorsprüngen hinunter, um Zusatzschaden zu erzielen. Ah, das Fußrot da aus Fable. Nee, brauchen wir alles nicht. Wollen wir auch alles nicht. Ich will jetzt lieber... hier Nahkampfstufe 3. Das finde ich ist eine gute Idee. So. Oh, wieder Geld bekommen. Und guck mal, wir haben eben 1200 investiert und jetzt haben wir über 1200 zurückbekommen. Also die Reparaturenkosten waren niedriger als das, was ich jetzt zurückbekommen habe an Miete. Und das ist gut. Das ist vernünftig. Das heißt, ich kann jetzt mehr Häuser kaufen. Ich muss endlich das Vagabundenlager unter meine volle Kontrolle bringen. Es scheint, euer Heldenmut würde erneut auf die Probe gestellt, Madam. Wieso kehrt ihr nicht zum Unterschlupf zurück und inspiziert die Karte? Dort scheinen zahlreiche Möglichkeiten verfügbar zu sein. Ja, zahlreiche Möglichkeiten. Ich muss erstmal... Das ist ja wunderbar. Alles täuscht, solltet ihr noch ein paar Anhänger anwerben. Wie wär's mit ein paar Quests? Die Leute lieben Quests. Ein paar Quests? Das hatten wir ja schon mal. Also... Nein, wir müssen ins Vagabundenlager. Das Geglitsche von dem UI finde ich jetzt total zum Kotzen. Das irgendwas muss immer wegglitschen in diesem Spiel. Es geht einfach nicht glitchfrei. So, das haben wir schon gekauft. Meine Fresse. So, und das gehört uns auch schon alles. Hier, Händler Craig. Der, hat was Teures. Das ist halt ein Händler. So, was willst du? Mrs. Tibbins hat in ihrem Garten etwas Interessantes gefunden. Für 5 Gildensiegel gehe ich doch nicht zurück ins... Vagabundenlager. Was ist da? Erbinst Farbentätowierer. Der braucht 3000. So, das haben wir schon. Und der hier braucht auch 3000. Wir müssen erstmal 3000 bekommen. Vorher können wir uns keine weiteren Gebäude leisten. Na gut. Da werden wir uns kümmern, sobald wir wieder Geld haben. Das kommt ja ganz von alleine. Dann wollen wir erstmal später sehen, was die ganzen Einwohner von Albion wollen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.